diesen Kanal. Heute zu einem großen Haul. Und zwar zu meinem Geburtstag zu schenken. Und die stelle ich euch mal heute vor. Wir fangen hier an mit einem Zug. Ich weiß, das wird euch jetzt irritieren. Das ist ein alter Zug. Und zwar habe ich hier einen neuen Zugmotor geschenkt bekommen, weil mein alter kaputt war. Der liefert nicht mehr und deswegen habe ich jetzt einen neuen bekommen, der auch schön brav läuft. Dann werden wir jetzt immer größer nach Teileanzahl. Und zwar hier mit dem Bananenmann, wo auch schon gestern ein Video zu kam. Und ja, ich hoffe, das Video gestern hat euch gefallen. Dann zu einem Pullyback, und zwar zu dem Lloyd. Pullyback von dem Lego Ninjago Movie, was ja mittlerweile im Lego Online Shop noch verfügbar ist. Ihr seht, es ist noch zu, weil es einfach zulassen will. Ist einfach ein schönes Pullyback. Dann haben wir das Dotterband, und zwar das Space Armband, halt zum Weltraum. Wie ihr seht, habe ich es auch gerade an. Ich finde, es ist einfach sehr cool. Muss ja nicht nur für Mädchen sein. Man kann auch einfach die Teile, wie ich es jetzt hier habe, drin lassen und einfach nur schwarz anziehen. Dann kann man da zum Beispiel beim Lego-Bauen seine Ersatzteile dran tun. Dann geht's weiter. Und zwar mit dem Pelikan. Habt ihr bestimmt schon das Video zu gesehen. Wird dann noch ein Video über diese beiden kommen. Und dann werden wir noch mal größer. Und zwar mit dem Skelett, wo schon Review und Speedbuild online sind. Verlinke ich mal hier oben in der Ecke. Dann kommen wir zum nächstgrößeren. Aber vorher schon gesagt, ich habe ja... Das Skelett war jetzt zur Vervollständigung meiner Big Fig Sammlung, weil ich habe schon Alex und Steve. Von Alex ist schon ein Video gekommen, und zwar ein Speedbuild. Von Steve wird dann auch noch eins kommen. Das von Alex ist ja schon ein etwas älteres Video, das war noch ein Submotion Speedbuild. Dann zu einem Set, was exklusiv bei Lego ist. Und zwar hier dieser Bilderrahmen im Stil eines Lego-Shops. Da wird auch noch ein Speedbuild und Review zu kommen. Könnt ihr euch drauf freuen. Dann zu einem etwas mysteriösen Set, wo auch schon ein Speedbuild drüber gekommen ist. Und zwar hier der Safari-Wagen. Da wird auch noch ein Review von folgen. Denn das ist ganz witzig. Es ist vorne im Lego-Katalog drin. Im Titelbild, so gesagt, zweite Seite. Aber ist exklusiv bei Lego. Deswegen kommt es auch nicht im Lego-Katalog vor, irgendwie nur vorne, aber nicht bei den Sets selber. Das werdet ihr noch im Review komplett hören, die Story. Dann auch wieder zu einem exklusiven Set bei Lego. Und zwar hier der Lego-Shop im Mini-Format. Ich muss sagen, es ist wirklich ein cooles Set für 25 Euro. Man hat ja einen Sohn und einen Vater dabei mit vielen Lego-Sets. Alles Aufkleber, das finde ich sehr schade. Er ist auch ein bisschen modular gestaltet, aber hier fehlt halt der Lego-Store-Mitarbeiter. Genau, dazu werdet ihr auch dann im Speedbuild und Review sehen, was dann noch kommen wird. Dann geht's weiter mit einem etwas größeren Set, und zwar dem Creator-Spielzeugladen. Das ist auf jeden Fall ein sehr schönes Set. Das ist auf jeden Fall schön, besonders hier mit der Mitarbeiterin und hier der coolen kleinen Space-Rakete. Und ja, ihr seht, ist hier ein bisschen zerdellt auf der Rückseite, lag meine Katze drauf. Die liebt nämlich solche Kartons. Habe ich halt nicht aufgepasst, aber naja. Dann zum größten und letzten Set, und zwar der Hall of Armor von Avengers Endgame. Endlich habe ich sie mit den 4 oder besser gesagt 5 Ironman-Anzügen. Da könnt ihr euch auf jeden Fall auf das Speedbuild und das Review freuen. Das sind nämlich sehr schön. Da werde ich auch meine komplette Ironman-Sammlung zeigen. Freut euch da auf jeden Fall drauf. Das war's dann mit dem Video.
Ihr werdet jetzt hier noch gleich eine Gesamtübersicht eingeblendet sehen. Und jetzt bis zum nächsten Video und ciao.